Copy Trading kann eine sehr, sehr geile Möglichkeit sein, wo wir passiv Einkommen generieren können. Insbesondere, da wir das Geld nicht zu irgendeiner Firma geben müssen, sondern das Geld bei uns bzw. bei dem Broker unserer Wahl bleibt. Und das Geniale hier ist, dass wir uns natürlich auch aussuchen können, wen wir selber folgen und entsprechend unsere eigene Analyse machen können und jederzeit selber in die Trades eingreifen können, wenn wir wollen. Wir sind also eigentlich immer noch vollkommen in der Kontrolle unserer eigenen Funds. Und obwohl Copy Trading 100% passiv sein kann, ist es natürlich empfehlenswert, dass man dort regelmäßig in seine Accounts guckt und schaut, was dort genau abläuft und vor allem auch regelmäßig seine Gewinne sichert. Und solltest du einmal nicht mit dem Trade einverstanden sein oder der Drawdown inzwischen zu hoch sein, vielleicht kurz vorm Margin Call, ist es eventuell auch hilfreich, selber in die Trades reinzugehen. Und genau das schauen wir uns im heutigen Video an. Wir gucken uns aber auch an, wie wir einen Trader unsubscriben können bzw. pausieren können. Es ist zwar nicht verpflichtend, hier das Copy Trading vorher zu pausieren oder zu unsubscriben, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, bevor ihr irgendwelche eigenen Trades öffnet oder schließt. Und wenn du wissen möchtest, wem ich so folge, dann komm sehr gerne in meine Telegram-Gruppe und schau dir dort auch meine angepinnte Nachricht an, denn dort ist eine Liste mit allen Tradern, die ich regelmäßig folge und die wird auch immer up-to-date gehalten. Wie wir uns bei RoboForex registrieren, aber auch wie wir ein Trading-Konto öffnen, wie wir einen Copy-Trader folgen und natürlich auch eine Einzahlung machen, haben wir uns alles schon in meinem vorherigen Video angeschaut. Das verlinke ich euch gerne nochmal hier. Heute schauen wir uns, wie gesagt, an, wie es dann weitergeht, wenn wir manuell eingreifen wollen. Und da wir auch oft unterwegs sind, wenn wir gerade eingreifen wollen und nicht unbedingt zu Hause am Rechner oder Laptop, schauen wir uns das einmal an, wie wir das am Desktop machen können, aber auch mobil. Als allererstes, bevor ihr selber Trades setzt oder schließt, ist es sehr, sehr, sehr empfehlenswert, dass ihr hier von dem Copy Trader erstmal unsubscribt bzw. pausiert. Je nachdem, ob ihr euch final unsubscriben wollt oder jetzt nur für die aktuelle Marktsituation das Copy Trading pausieren wollt. Und dafür loggt ihr euch ganz einfach bei RoboForex ein, so wie ihr das kennt. Und dann sucht ihr euch hier an der Seite aus, welchen Account ihr hier verändern wollt und eingreifen wollt. Dann könnt ihr etwas weiter runterscrollen und dann findet ihr hier, welche Subscription dieser spezielle Account folgt. Dort könnt ihr dann einmal reingehen. Da seht ihr dann auch immer euren Status, dass der hier zum Beispiel bei mir aktiv ist. Und dann könnt ihr, wie gesagt, entweder unsubscriben oder auch pausieren. Wenn ihr unsubscribt, ist es wichtig, wird auch direkt die Commission, die eventuell noch überfällig ist, direkt abgezogen und nicht erst Samstag, wie es sonst der Fall ist. Und sobald ihr dann hier unsubscribed habt, könnt ihr dann einfach hier auf WebTrader gehen und dann öffnet sich hier die Seite. Und hier könntet ihr dann neue Sell-Order aufmachen oder auch neue Buy-Order und hier in der Mitte entsprechend eure Lot-Size selber entscheiden. Normalerweise würdet ihr dann auch hier unten noch offene Positionen sehen, die der Bot oder der Copy-Trader hier gerade offen hat. Hier ist aktuell leider bei mir gar nichts. Deswegen mache ich jetzt an der Stelle einmal eine kleine Mini-Order auf und werde sie danach auch direkt schließen. Dann natürlich im Verlust, da hier auch gerade die Volatilität nicht da ist und natürlich auch der Spread entsprechend ist. Aber ich will euch einfach mal zeigen, wie ihr das selber bei euch machen könntet. Also ihr würdet, wenn ihr selber einen Trade aufmachen wollt, entsprechend auf Sell oder Buy gehen. Hier eure Lot könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt aber die Lot hier auch nochmal selber anpassen, sobald ihr raufgegangen seid. Und dann könnt ihr euch aussuchen, wo ihr euren Stop-Loss setzt oder euren Take-Profit setzt oder ihr es selber monitort und entsprechend es freilässt. Ich lasse das jetzt hier komplett einmal frei, weil ich es ja direkt wieder schließen will. Und dann gehe ich jetzt hier einfach auf Buy. Und jetzt seht ihr auch hier, dass meine Order auf ist und wir könnten dann hier einfach auf Close gehen und können dann hier nochmal bestätigen, dass es auch wirklich geschlossen werden soll. Wenn uns hier diese Warnung nicht mehr angezeigt werden soll, dann einfach hier die Checkbox machen und dann Yes, Close it, klicken. Und dann wäre auch die Trades, die der Copy Trader gesetzt hat, wenn der hier schon etwas wäre, auch geschlossen. Ich lasse den Trade einmal ganz kurz offen und wir switchen zum Handy und ich zeige euch einmal, wie ihr von einem Trader unsubscriben könnt und wie ihr hier die Trades setzen könnt am Handy. Ihr habt dafür zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr selber MT4 oder MT5 runterladen, also MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. Ich zeige euch das jetzt anhand der RoboForex App und zwar Mole by Trader. Das ist auch die App, die ich persönlich bevorzuge über MetaTrader 4, wenn es um RoboForex geht. Ich kann euch im Anschluss auch nochmal zeigen, warum ich Mobile Trader über MetaTrader 4 oder 5 bevorzuge, wenn es hier um RoboForex geht. Als allererstes geht ihr natürlich in euren Apple Store, Play Store, was auch immer und ladet euch hier Mobile Trader runter.
Das sieht einmal so aus und dann, wenn ihr das installiert habt, öffnet ihr das. Dann müsst ihr euch natürlich einmal mit euren Credentials, mit euren Zugangsdaten einloggen. Und das Geile hier ist, dass dann alle eure Accounts von RoboForex direkt drin sind. Auch wenn ihr mal neue öffnet, sind die auch direkt hier in eurer App. Wenn ihr euch dann eingeloggt habt, dann sucht ihr euch den Account aus, den ihr hier bearbeiten wollt und geht dann einfach auf Change Account. Und da seht ihr jetzt schon, hier ist der Trade, den ich gerade im WebTrader gesetzt habe. Hier wären natürlich auch die Trades, die der CopyTrader gesetzt hat. Wie gesagt, bevor wir irgendwelche Trades selber machen, gehen wir hier einmal auf CopyFX. Und hier seht ihr dann auch einmal den Trader, den ihr aktuell folgt. Und hier könnt ihr unsubscriben oder pausieren, je nachdem. Und danach geht ihr unten auf Positionen. Und dort könnt ihr dann entsprechend hier einfach eure Position schließen oder modifizieren. Und modifizieren heißt, ihr könnt selber ein Stop-Loss hinsetzen oder auch ein Take-Profit, je nachdem, wo ihr das dann auch geschlossen haben wollt. Oder natürlich auch nur Teile des Trades schließen, was jetzt hier bei mir nicht möglich ist, dadurch, dass ich eine sehr, sehr kleine Lotzahl habe und kleiner es einfach nicht geht. Und hier als Kommentar seht ihr auch WebTrader, das heißt, das ist der Trade, den ich wirklich beim WebTrader gesetzt habe und nicht den, der CopyTrader gesetzt hat. Auf dem Handy, wenn ihr selber eine Position öffnen wollt, dann könnt ihr hier auf New Order gehen und dann ist es im Endeffekt genauso wie beim WebTrader. Ihr sucht euch natürlich den Symbol aus, das ihr haben wollt, was jetzt zum Beispiel bei DLX Gains primär Euro-USD wäre. Ihr könnt aber natürlich mit dem gleichen Account theoretisch auch Gold oder ähnliches traden, aber bevor ihr wirklich irgendwelche Trades selber setzt, unsubscribe oder pausiert, damit ihr hier nicht irgendwann in einem höheren Drawdown und nachher nicht unnötigerweise in einer Liquidation endet. Das Schöne, was ich bei Mobile Trader sehr mag, ist natürlich, dass wir hier wirklich in der App selber subscriben, unsubscriben oder auch den Trader pausieren können. Wir können hier, wenn wir bei CopyFX sind, wie gesagt auch bei Top gehen oder zu Rating und könnten dann hier, wen auch immer uns angezeigt wird, einfach kopieren. Das natürlich nur mit einem Account, der nicht schon jemand anderen kopiert, bitte. Aber die Funktion solltet ihr nur nehmen, wenn ihr schon wisst, wen ihr folgt. Denn hier gibt es keine weiteren Infos, außer die Total Profits und wie hoch das Portfolio und die Investorenanzahl ist. Mehr könnt ihr hier nicht sehen. Also ihr seht nicht, wie die vergangene Performance selber war. Deswegen nutzt das hier nur, wenn ihr schon wisst, wen ihr folgen wollt. Außerdem, was bei Mobile Trader ganz cool ist, ist, dass wir hier auf Positionen und dann auf History gehen können und dort sehen wir dann immer, wie viel Profit wir schon insgesamt mit dem Trader gemacht haben oder auch wie viel Profit wir nur heute gemacht haben. Und das Schöne hier ist, dass es nicht nur in Zahlen ist, sprich die Dollar oder Euro, die wir jetzt hier an Profit oder auch Verlust gemacht haben, sondern auch immer prozentual. Wir können uns auch einmal MetaTrader 5 oder 4 anschauen. Und die sehen dann entsprechend so aus. Die könnt ihr auch ganz normal bei Google, Apple und so weiter auch runterladen. Und da das keine App von RoboForex ist, sondern eine allgemeine App, könnt ihr hier nicht direkt alle Accounts, die ihr bei RoboForex habt, sehen, sondern ihr müsst sie alle selber erstmal einstellen und entsprechend konfigurieren. Der Vorteil bei MetaTrader ist aber, dass ihr dafür sämtliche Broker hier mit in den Account nehmen könnt. Wenn ihr euch für MetaTrader entscheiden solltet, achtet darauf, ob ihr MetaTrader 4 oder 5 benötigt. Das seht ihr dann auch immer bei RoboForex. Und dann geht ihr entsprechend hier auf den Pluszeichen und würdet dann hier zum Beispiel RoboForex eingeben. Vergewissert euch, dass das der richtige Broker ist, wo ihr raufgehen müsst. Und dann könnt ihr euch mit den Account-Details hier entsprechend einloggen. Also mit der Accountnummer hier bei Login, euer Passwort dann, sucht den entsprechenden Server aus, ob das hier zum Beispiel ein ECN, ein Pro ist, ein Procent oder was auch immer. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das Passwort speichern wollt oder nicht. Und dann werdet ihr hier entsprechend auch in der App drinnen. Und wenn ihr euch eingeloggt habt, dann könnt ihr hier einfach auf Trade gehen. Ihr würdet hier dann alle offenen Trades wieder sehen, die der CopyTrader geöffnet hat. Ihr könnt dann wieder die Trades schließen, modifizieren oder auch wenn ihr hier oben in die Ecke geht, einen eigenen Trade aufmachen. Die ihr habt, was halt wenn über MetaTrader selber nicht geht, ist das direkte Unsubscriben oder Pausieren vom CopyTrader. Das heißt, hier müsstet ihr wieder das über RoboForex über die Seite machen. Oder ihr lasst das halt bleiben. Und würdet einfach wieder aufklicken und entsprechend in die Historie gehen würden, sehen wir nur das Profit, was wir in Euro-Dollar gemacht haben, aber nicht prozentual. Ihr würdet hier dann alle offenen Trades wieder sehen, die der CopyTrader geöffnet hat. Ihr könnt dann wieder die Trades schließen, modifizieren oder auch wenn ihr hier oben in die Ecke geht, einen eigenen Trade aufmachen. Was halt bei MetaTrader nicht geht, ist das Subscribe. Was halt über MetaTrader selber nicht geht, ist das direkte Unsubscriben oder Pausieren vom CopyTrader. Beim Trading müsstet ihr wieder das über RoboForex nicht zu suchen, weder Panik noch Gier. Und wenn ihr selber keine Ahnung habt vom Traden und nicht genug Erfahrung habt,
dann kommt einfach in meine Telegram-Gruppe und fragt dort nach, wie andere sich in der Situation jetzt verhalten würden. Wie wir den Chart aktuell sehen, ist natürlich nie eine Garantie, das ist klar. Aber hier können wir uns natürlich sehr, sehr gut austauschen und dann kannst du danach auch immer noch deine Entscheidung treffen. Und wenn du wissen willst, welche Fehler du bei RoboForex Copy Trading definitiv vermeiden solltest, dann schau dir mein Video dazu an.